Hallo, der Marc von Bissing Stürwin, schön, dass ihr da seid. Und die Valentina ist bei mir. Hallo. Grüß dich. Hallo. Wollen wir mal kurz die Zöpfe anschauen? Ja. Ich mag das ja schon sehr, dieses süß. Was ist, wie heißt das? Französisch oder Holland Zopf? Ja, so Boxer Braids. Wie? Boxer Braids. Boxer Braids. Wieder was gelernt. So, bis der Tiroler, bis der Mensch heißt. Das ist eine Tirolerin. Die sind selten bei mir, aber ich habe immer wieder natürlich Tiroler, Innsbruck, Kufstein und alles da. Aber natürlich nicht so oft wie jetzt Kärnten, Graz, weil es ist ja doch, egal wie man es dreht, immer 4-5 Stunden fast, ja, oder? Braucht sie da auch schon. Ja, 4 Stunden im Zug. Ja. So, und du kommst für ein Rootbeer-Ding und für Ed Sheeran. Ja. Dachte nur wegen mir, nein, ich nehme den Ed auch noch, ja. Wobei ich muss sagen, ich mag Ed Sheeran, ja, aber ich, leg dich mal drauf, Valentina. Wobei ich muss sagen, die eine Nummer war ja einfach die geilste, oder? Also, Shape of You war schon irgendwie am besten, oder? Ich mag diese andere, dieses was so in dieses englische Country-Gedudel geht, das mag ich nicht so. Ja. Du, schon? Na, eigentlich nicht. Also magst du auch nur Shape of You, oder wie? Na, Shape of You. Was ist noch gut? Happy Heart ist das süß. Wie geht es? Sing mal an. Na. Na komm, Martina. Nicht? No. Na gut. Ich habe gerade gesagt, wir werden jetzt ein... Was machen wir jetzt? Wir haben nämlich... Hast du das Video vorgestern gesehen mit der Mädel, die auch einen Vlog hatte? Ja. Noch nicht? War ein Mädel da, die macht jeden Tag so eine Challenge quasi mit sich selber. 31 Tage im August, jeden Tag was Neues. Um... Einfach, sie hat es erklärt. Einfach mal was anderes für sich selber und ein bisschen neuen Start ins Leben und so und hin und her. Und die hat jetzt schon... Die hatte 80 Abonnenten, als sie bei uns reinkam. Und nachdem wir das Video jetzt gepostet haben und auch sie unten verlinkt haben, hat sie jetzt schon über 300. Mhm. Das ist klar, weil natürlich, wenn wir dann schauen, viele Leute das an. Jetzt haben wir es zum Anlass genommen und haben gesagt, in Zukunft, wir werden vielleicht einmal im Monat, dann im September starten wir. Kommt aber noch ein eigenes Teaser-Video dazu. So eine Art Open Mic machen, Open Kamera, wo dann jemand kommen kann, wie du, wenn du zum Beispiel singen könntest. Ja? Und dann wirst du ein Piercing stechen lassen, das wirst du dann auch umsonst geben, gratis Piercing. Und dann würdest du halt das vortragen, was du kannst, zum Beispiel singen. Und auf einem Bein stehen und dabei irgendwie noch, keine Ahnung, in die Hände klatschen oder sowas. Irgendwas Tolles halt. Und dann, ja, haben wir dadurch die Möglichkeit, so neuen Leuten bei YouTube ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ja. Also vielleicht wird ja daraus irgendwann ein größerer Star und dann habe ich die Ehre, so jemand gekannt oder gehypt zu haben. Eine coole Idee, oder nicht? Ja. Dann wird es auch nicht so langweilig. Ja, na wie dem auch sei. Also, du wirst trotzdem immer noch nicht singen, oder? Konnte ich nicht überzeugen. Gut, also, ja, jetzt tun wir es mal an, seine das Loop, wir singen. Wie gesagt, gestern habe ich auch schon Leute für Ed Sheeran, oder im Rahmen des Ed Sheeran Hypes zu Gast im Studio. Das wird wahrscheinlich heute oder morgen nochmal ein paar Mal vorkommen, der hat 2 Tage. Ja. Der Gute. Ja, cool, wenn der mal reinkommen würde, dann sagen wir, hey, ich möchte ein Piercing haben. Und wir sagen, du, hab keinen Termin frei. Tschüss, Papa. Ja, ich wollte eigentlich im Internet an der Mini ja? machen. Aber? Aber ich war keine Wahl frei. Und was hast du angerufen? Oder ja, vorbei? Echt? Habt ihr gehört? Der hat sich hier reingemogelt. Aber bei so hübschen Tirolerin, dann kann man nicht Nein sagen, ne? Und ich hab vorne meine Mädels, die sind schon sehr, die lassen sich nicht durch einen schönen Augenaufschlag betören. Ich wäre da natürlich viel zu anfällig als Mann, aber die Mädels sind ja klar, nein, kommst du nicht rein, ist alles voll. Nee, aber es ist schön, wenn ich das auch höre. Unser Ziel ist ja nicht, dass wir super ausgebucht sein wollen. Es ist zwangsläufig so, weil wir so gefragt sind. Mir tut es oft leid, wenn Leute spontan kommen. Wir haben jetzt ganz viele gerade bei Instagram und Facebook geschrieben. Ja, ich bin im August spontan mit meinen Eltern doch hier und wir fahren doch hin. Kann ich kurz einfach kommen? Sage ich, du, na, wir sind den August über voll. Und im September wieder. Ja, krass. September aber schön, dass es geklappt hat spontan. Also es kann sein, muss nicht sein. Bitte fahrt nicht zum Spaß her und denkt, es klappt wie bei ihr. Es kann euch echt voll in den Hintern beißen. Vor allem, wenn ich dann wirklich nicht da bin, weil dann ist Game Over. Ja? Dann könnt ihr mit meinen Mädels plaudern und Piercings kaufen, aber nicht stechen lassen. Siehst du was? Ja. Na, warte, ich zeig's dir. Hm? Ja, ja. Also das ist ein Root Piercing, ganz klassisch. Ich zeig dir mal hier an unserem Gummiohr. So sieht das aus, quasi von oben nach unten durch und so kommt es rein. Am Anfang willst du Glitzersteine, hast du gesagt? Gut. In Weiß haben wir gesagt. In Weiß. Du weißt ja, dass meine Vollzeitkraft und meine
meine ganz wichtige Mitarbeiterin hier, die Valentina, auch Valentina heißt, ne? Hast du die Videos schon gehört, oder? Nicht? No. Normal pfeife ich immer und sage, Valentina, sag ich mir, da kommt sie mal hinten. Ja, und da regen sie sich immer auf, wenn ich pfeife. Ja? Also ich pfeife den Mädels nicht, weil sie Hunde sind, sondern weil sie Frauen sind. So. Hat es schlimmer gemacht? Die Mutter ist da? Ja, das müssen wir anders darstellen. Also das ist natürlich auch nicht der Fall. Der Grund ist wirklich nur, weil bei uns im Laden, das wird die Mama jetzt bestätigen, die steht nämlich da vor der Kamera auch, es ist laut und wir haben Musik laufen, dann sind einige Kunden im Laden draußen, die Türen bei uns sind offen, die Klimaanlage rennt, alles. Und wenn ich oft vorrufe, hören das meine Mitarbeiter echt nicht, vor allem, weil die alle irgendwie taub sind, weil die alle die Kopfhörer auch zu laut irgendwie in der U-Bahn immer drin haben und hören echt und teilweise nicht mehr so gut. Und wenn ich dann rufe hier fünfmal irgendwas, ist das blöd und deswegen kurz ein kurzer Pfiff und dann der Name hinterher, also nichts Bösartiges im Hinterkopf. Allerdings haben schon einige YouTuber gesagt, sie finden das cool und von dem her pfeifen wir weiter. Ja. Und andere regen sich drüber auf. Aber ich glaube, das kommt bei uns schon ganz so rüber, wie es ist. So, Valentina, starten wir? Ja. Ja. Und du hast uns bei YouTube gesehen und dann lieb gewonnen. Hast du gesagt, dann komme ich auch daher zum Stechen? Ja. Nein, ich bin schon öfters vorbeigegangen und das waren wir von mir alle unscheinbar. Ja, klar. Aber bist du öfters in Wien dann auch? Ja. Warum? Weil ich darf gehen. Okay, das heißt, du setzt dich dann mal in den Zug und düst hier runter? Ja. Allein? Oder mit der Mama. Auch. Oder Tagesausflug. Wie alt bist du? 16. Dann lässt man die schon los, laufen. So ein hübsches Mädel allein nach Wien. Puh. Ja, oje. Anbinden kann man was sie nicht. Was kommt da auf einen zu, ne? Anbinden ja. Kann man sie nicht. Nee, kann, die kann man schon. Muss weiter rein. Ja, das ist aber nicht so. Ja, so ist es. Na gut. Na gut, ich meine, klar, wenn du so ein Sparticket hast, habe ich jetzt letztens auch bei einer Kundin gehabt, das kostet einmal 30 Euro. Die fahren dann einfach zum Spaß spazieren. Und 4 Stunden kann man zu gut verbringen mit irgendwie Kartenspielen oder YouTube-Videos schauen, von mir zum Beispiel. Ja. So, Valentina, jetzt filmen wir dich mal ganz nah. Darf ich dich mal nach hinten bitten? Sollen wir die Brille vielleicht kurz? Kannst du mir Cat-Eye-Brille, momentan total modern, total hip. Ja. So. Kommst du dann rein theoretisch in 6 Wochen wieder zu mir? In zwei Wochen. In 2 Wochen? Mhm. Okay, cool. So, darf ich dich erstmal ein bisschen, ja, gut, nachfilmen. Also, dann machen wir das Loop mal stechen. Mhm. Ihr habt Kinder? Habt ihr noch Schwestern? Oder? Ja. Einzelkind. Ja. Oh. Genau. Da war dann eine Pause. Aber ich vertrete auch die Auffassung 1. Alles ist auch fein, ja. Das ist okay, du. Wenn eines so perfekt gelingt. Oh. Ihr scheint ja gut zu harmonieren. Ja. Sehr, ja. Hat den Papa auch mitgenommen oder ist der daheim geblieben? Ja. Macht sein Mädels-Trip. Ja, der bleibt zu Hause. Der schaut sich den Herr Sheeran nicht an. Habt ihr die Karten und habt ihr dann gebucht? Das muss anscheinend mega schnell gegangen sein, ne? Vor über ein Jahr haben wir sie auch. Ja, sowas, ne? Das ist. Es muss aber, glaube ich, 2 in ein paar Minuten anscheinend ausverkaufen. Mhm. Also kann man auf die Seite drauf, ist da nicht laufend abgestürzt? Ja, die abgestürzt. Ist oft abgestürzt und wir haben es aber trotzdem geschafft, dass wir am 7. dieses Ticket noch bekommen. Und dann hat es geheißen, ja, sie machen einen Ersatz damit, einen Tag später. Ja gut, das ist egal, Hauptsache du hast mal eins. Ja, ne? Ja. Was habt ihr für Karten? Arena oder? Stehplatz. Stehplatz. Ich habe sie überreden müssen für einen Stehplatz. Ganz locker bleiben. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Kategorien. Also zumindest war das bei Rolling Stones und bei vielen so, dass die quasi jetzt beim Stehplatz das auch nochmal unterscheiden in VIP und also Gold. Ja, Gold. Mhm. Wird wahrscheinlich bei euch auch so sein. Front of Stage und so. Genau. Also du kannst dir mittlerweile, dieses Front of Stage ist quasi leistbar. Das ist einfach teurer. Mhm. Das heißt dann immer anders, Golden Circle, Front of Stage, bla bla bla. Und dann hast du quasi ganz nach vorne an der Bühne halt die Plätze und das sperren die ab, dass dieser Druck, damit die Leute sich nicht mehr durchtreten quasi. Weil früher war das so, dass der ganze Innenraum offen war, dann gab es ja immer diese schweren Zwischenfälle und die Leute, die quasi da gecampt haben, schon Wochen vorher vom Stadion. Das ist jetzt quasi out. Du kaufst jetzt diese Karte und dann kommst du ganz vorne dran. Natürlich bin ich nicht in die erste Reihe, aber bist auf jeden Fall, ich habe das oft gemacht, bist halt so ganz, ganz, ganz vorne. Und dann geht's halt eins weiter da hinten und dann gibt's halt so in der Mitte relativ, da ist man dann richtig drin im Pulk, wo halt dann das normale, die normale Stage, also die normale Era draußen ist, die normale Stehplätze.
glaube, es wird laut genug sein, ihr werdet es von überall hören. Und die Leinwände sind sicher groß genug, dass man den Ad live sieht und groß genug sieht. Valentina, was mir natürlich recht wäre, dass du nicht von irgendeinem Ed Sheeran-Fan da irgendwie attackiert wirst oder einer aufs Ohr kriegst heute. Aha. Weil natürlich, klar, wenn jetzt irgendwie eine Hand aufs Ohr fliegt oder sowas, dann nicht so optimal. Also guckt, dass ihr euch nicht so vordrängelt und rangelt, dass du von irgendeinem Großen beim Tanzen immer die Ellbogen ins Gesicht kriegst. Na, echt, nur mal drauf achten. Mhm. Und dann denken, Mensch, das ist aber richtig schöne blaue Augen. So, da ist es. Wie steht die Mama zu Piercings? Naja. Aha, doch so gut. Mhm. Aber du sagst wenigstens ja. Naja. Was bleibt mir denn anders übrig? Du gibst dazu, du wolltest auch einfach nur mal ins Studio zu uns kommen und Hallo sagen. Und dann hast du gedacht, weißt du was, dann verbinde ich das Angenehme mit dem Nützlichen und... Genau. Ja. So, Valentina, also, wir gehen mal die Pflege noch kurz durch. Ich sehe, du hast die Haare schon ein bisschen dunkler gemacht als natürlich, ne? Die nächsten 6 Wochen bitte nicht. Weil Haarfarbe ist wirklich tödlich. Ein Tropfen Haarfarbe und das Piercing ist entzündet, da musst du echt aufpassen. Also bitte 6 Wochen keine Haare färben. Dann Sauna, Dampf, mal Solarium macht eh keiner bei der Hitze, ist wurscht. Ja. 3 Wochen trotzdem, falls es dich ins Solarium zieht, bitte nicht machen. Duschen, Sport und Haare waschen ist ab morgen wieder erlaubt. Ja. Und schwimmen gehen bis hier ins Wasser, okay, sofort. Untertauchen im Meerwasser, sofort erlaubt, im Puls und sowas 3 Wochen bitte nicht. Seen und Flüsse, wenn die Wasserqualität gut ist, kann man nach 3 Wochen schon wieder gehen. Ja? Entschuldige, Seen und Flüsse kann man nach einer Woche gehen. Also Puls 3 Wochen nicht, das ist eigentlich das Wichtigste, das solltest du merken. Von der Pflege her, arbeitet bitte mit Pontolin Spray und Gel. Das kriegst du bei uns noch mit und das nehmt ihr euch bitte noch mit. Da reicht euch einmal komplett aus für Innsbruck und zurück, also das bis die nächsten Wochen wieder kommst. Vom Pontolin Spray bitte sprüh dir 2-3 Sprühe aufs Ohr drauf und bitte auch unten ein bisschen ins Ohr rein. Die Mama vielleicht da echt ein bisschen helfen zu putzen, weil innen rein kommt sie schwer. Zum Reinigen nimmt eine Küchenrolle. Die Küchenrolle soll also ein bisschen anfeuchten. Wenn die feucht ist, innen drin ein bisschen putzen, außen und innen. Und dann nehmen wir das Gel, tropfen auf den Finger, schmieren das Piercing ein und bewegen den Stecker vor und zurück. Und das war's. Ich krieg's schriftlich, keine Angst. Also sprühen, Küchenrolle nehmen, Gel drauf tun, fertig. Okay? Gut. Dann sind wir eigentlich fertig mit allem. Hast du noch irgendwelche Fragen? Hast du noch Piercing-Projekte für die Zukunft? Ja. Was denn? Also, ich hätte gerne Zungenpiercing. Mhm. Ja, die Mama winkt ab. Nein, aber sonst beim Ohr möchte ich nicht nur ein bisschen weiter machen. Okay. Also, in der Conjunction. Ja. Ich freue mich schon auf die nächsten Videos. Also, ja, aber eine Frage habe ich noch an dich. Ich habe selber ein Zungenpiercing gehabt. Und warum sind die Eltern einfach oft so gegen Zungenpiercing? Was ist da im Kopf drin, dass der gleich so abwinkt oft? Ich finde, zu einer so netten Mädel wie sie ist, passt das einfach nicht. Und ich finde das einfach, ja, ich finde das schräg. Und dann kommt man auch vor, dass da alles immer bei meiner ist, hängen bleibt. Und das finde ich einfach grausig. Okay. Auf den Punkt gebracht. Du kannst mich jetzt gern von etwas anderem überzeugen, aber ich finde, da muss was drinnen hängen bleiben. Aber es tut es wirklich nicht. Okay. Also, erstmal, der Stichkanal ist quasi eins. Das musst du dir vorstellen. Das wird so eng miteinander verbunden, dieser Stichkanal und der Stab, da geht nichts dazwischen rein, da kann keine Flüssigkeit durch, da kann kein Essen durch, gar nichts. Und zwar vom ersten Moment, weil wir stecken das mit 1,7 mm und tun einen 1,6 mm Stab rein. Das schließt sich sofort, also das ist wirklich ein geschlossenes System quasi. Das zweite ist, die Hygiene, also sagen wir so, im Mund leidet da wirklich nicht drunter. Du musst meine Zähne nur anschauen, alles, das ist alles echt, alles original. Ich habe 10 oder 12 Jahre ein Zungenpiercing getragen, was stinknormales. Also Ekelfaktor, dass sich da was rumwickelt oder Reste drin bleiben, die dann stinken oder irgendwie einfach aus dem Mund fallen, wenn man redet, das ist zwar im Kopf drin, aber das ist wirklich ein Blödsinn. Also gerade bei so einem gepflegten Mädel mit so schönen Zähnen, ja, überhaupt kein Thema. Wirklich nicht. Und dieses, dass du sagst, okay, ich meine, ich muss sagen, also generell, du musst es nie zulassen, aber ich finde nicht, dass sie das jetzt optisch oder so unsüßer macht oder irgendwie billig oder irgendwie abwertend. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ein Zungenpiercing, wenn man das schön trägt mit so einer kleinen, dezenten Kugel im Mund, zum Beispiel auch eine goldene Kugel oder irgendwas, ist wirklich süß. Also natürlich gibt es die Mädels mit so riesen Kugeln und bunt und bling bling und sowas und wo man denkt, ja, aber ich meine, immer das Gesamtbild macht den Look von einem Menschen und also nur wenn sie so wie einfach elegant
stilvoll ist, wird sie am Zungenpiercing genauso bleiben, wenn sie den Schmuck auch so trägt. Und genauso kann sie morgen voll einen auf billig machen, wenn sie jetzt hier irgendwie keine Ahnung was für Klamotten anzieht. Und dann kriegt natürlich auch das Piercing immer den Look. Also das geht wirklich einher. Aber das ist, glaube ich, eher ein Thema zwischen euch allgemein. Aber das Thema wirklich Hygiene und Ekelfaktor, es ist wirklich nicht so diese Geschichten, dass dann die Bakterien in den Mund kommen, die Zunge sich entzündet, abfällt, abfault oder auch die Geschmacksnerven absterben. Das stimmt nicht. Du hast außen die Geschmacksnerven auf der Zunge entlang. Diese kleinen Häutchen, und die erneuern sich auch regelmäßig wieder, weil wenn man die Zunge verbrennen, draufbeißen, beim Essen, die wetzen sich auch ab, also das, die wachsen nach, die haben mit der Zungenmitte gar nichts zu tun, und wir stechen durch das Zungenseptum in der Mitte, also links oder rechts daneben versetzt, auch nicht die Adern, da ist auch kein Muskel, also es ist wirklich eine easy Sache. Aber normal, ich verstehe das oft, dass man dann die Mädels auch, ja, vielleicht denken, ja gut, dann will die jeder küssen und hin und her, klar, verstehe ich alles, aber es ist wirklich kein schlimmeres oder gefährlicheres Piercing als das am Ohr. Die Gefahr, dass sich im Ohrenpiercing entzündet, ist viel größer als im Mund eigentlich letzten Endes, wenn man sich um die Pflege kümmert. Aber nichtsdestotrotz, wenn Mama sagt, nein, ist es nein. Aber ich wollte es mal gerne hören, weil das einfach so oft in den Köpfen ist. Ich weiß ja, als ich 18 mal Zungenpiercing gemacht habe und heimgekommen bin, hat zum Glück keiner gemerkt, 7 Jahre lang, aber weil ich den Mund immer so die Zunge nicht versteckt habe. Aber da war, ich habe das mal angedeutet, die sind durchgedreht, ja, und Bekanntenkreis, die Zunge fällt dir ab, du kriegst Lähmungen und das und du kannst nicht mehr sprechen, alles Blödsinn. Aber natürlich, klar, geh nicht irgendwo hin, wo es dir einen rostigen Nagel durchstechen, sondern wo es vernünftig ist. Also in diesem Sinne, wir sehen uns sicherlich irgendwann wieder, ich bin sehr gefreut, dann natürlich zu filmen. Viel Spaß morgen beim Ed Sheeran-Konzert, euch danke fürs Zuschauen und danke auch für die Mami, an die Mami für ihre offene Art. Ja? In diesem Sinne sagen wir beide Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal, ciao.